Oh Mann, habt ihr euch vielleicht gedacht, als ihr den Titel dieses Videos hier gesehen habt. Jetzt macht der auch noch ein Video über das Dschungelcamp. Der will doch einfach nur Klicks abstauben. Ich kann diese Reaktion ein bisschen verstehen. Schließlich ist RTL und sind Sendungen, die bei RTL stattfinden, nicht unbedingt das Hauptthema dieses Kanals hier. Aber seitdem die neue Staffel vom Dschungelcamp läuft, stelle ich mir eigentlich jeden Tag eine Frage. Warum schauen so viele Leute das an? Und damit meine ich jetzt nicht die Leute, die sowieso immer RTL schauen, sondern die Leute, die ich jetzt eigentlich als intelligent bezeichnen würde. Medienforscher haben herausgefunden, dass rund ein Drittel aller Zuschauer des Dschungelcamps mindestens Abitur hat. Jeder fünfte Zuschauer hat sogar einen Uni-Abschluss. Und das kann ich auch bestätigen aus meiner Twitter-Timeline. Da ist zum Beispiel ein sehr renommierter Politikprofessor. Der postet normalerweise höchst seriöse Dinge über Parteienforschung. Aber momentan gibt es jeden Abend Posts unter dem Hashtag IBIS. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Mehr als 7 Millionen Zuschauer hat das Dschungelcamp jeden Tag und die Frage ist, warum? Erstens, das Dschungelcamp ist deshalb so erfolgreich, weil wir Menschen von Natur aus schadenfroh sind. Forscher aus Japan haben dazu vor einiger Zeit ein sehr, sehr spannendes Experiment durchgeführt. Sie haben sich Lebensläufe ausgedacht von fiktiven Personen. Das waren zum einen sehr erfolgreiche Personen, aber auch so die typischen Loser. Dann haben sie diese Lebensläufe genommen und Probanden die Lebensläufe vorgestellt. Anschließend haben sie sich Unglücksszenarien ausgedacht für diese Person und haben das auch den Probanden erzählt. Also zum Beispiel gesagt, diese Person, die hat jetzt ihren Job verloren oder den Freund oder die Freundin verloren. Und dabei kam raus, bei den Menschen, die besonders erfolgreich waren, waren die Probanden schadenfroh. Bei den Losern haben sie eher Mitgefühl gezeigt. Dadurch haben die japanischen Forscher gemerkt, je größer der Neid auf eine Person ist, desto größer ist auch unsere Schadenfreude, wenn etwas mit dieser Person passiert. Und das Ganze wird auch noch verstärkt, wenn wir eine Person nicht leiden können. Bestes Beispiel ist Uli Hoeneß. Der Mann hat Steuern hinterzogen, kam in den Knast und halb Deutschland hat sich gefreut. Vor allem deshalb, weil wir insgeheim neidisch sind auf das große Vermögen, das Uli Hoeneß offenbar besitzt. Wichtig ist dabei aber, Schadenfreude ist nichts, was angeboren ist. Der deutsche Psychologe Manfred Holodinski hat dazu eine Untersuchung gemacht mit Kindern verschiedener Altersgruppen. Er hat zu den Kindern gesagt, spielt einem erwachsenen Mann einen Streich. Und dabei hat er festgestellt, dass die jüngeren Kinder Mitgefühl zeigen gegenüber den Erwachsenen. Und so bei 8-jährigen Kindern, da ging es ungefähr los, dass die Schadenfreude sehr, sehr groß war. Also, die Schadenfreude ist etwas, was gesellschaftlich entsteht. Aber was hat das mit dem Dschungelcamp zu tun? Ganz einfach, wir freuen uns insgeheim darüber, wenn die C-Promis im Dschungelcamp leiden müssen. Zum Beispiel deshalb, weil wir vielleicht heimlich neidisch auf das viele Geld sind, das sie angeblich verdienen. Oder, das ist noch einfacher, weil wir sie nicht leiden können. Viele der Stars im Dschungelcamp polarisieren ja sehr stark. Und diese Leute sind es auch, die besonders häufig Aufgaben erledigen müssen oder besonders schnell rausfliegen. Zweitens, wir schauen gerne dabei zu, wie andere leiden und fühlen uns dabei selbst ein kleines bisschen besser. Klassische Situation, Autobahn, 3 Autos brennen, Krankenwagen überall, Blut vielleicht überall auf der Fahrbahn und dann steht da sogar ein Leichenwagen. Obwohl auf der Gegenfahrbahn überhaupt kein Problem zu erkennen ist, fahren die Autos trotzdem langsamer und die Fahrer schauen, was ist denn da los? Gaffen nennt man das in der Umgangssprache. Und Forscher der Ruhr-Uni in Bochum haben herausgefunden, dass 80% aller Deutschen potenzielle Gaffer sind. Und das ist gar nichts Neues. Schon in der Antike waren zum Beispiel Gladiatorenkämpfe, bei denen sich Gefangene gegenseitig abgeschlachtet haben, extrem angesagt. Später dann im Mittelalter die Hexenverbrennung, bei der zum Teil zig Leute da standen und sich das angeschaut haben. Oder öffentliche Hinrichtungen, auch das extrem angesagt. Wir schauen einfach gerne zu, weil wir dabei dann das Gefühl haben, puh, also zum Glück geht es mir jetzt nicht so schlecht wie dieser Person. Das ist auch das Grundprinzip von Reality-TV und das ist auch das Grundprinzip hinter dem Dschungelcamp. Wir sehen, wie es Menschen schlecht geht und denken uns, ach, so schlimm ist es doch mit mir auch nicht. Wir schauen uns drittens das Dschungelcamp an, weil wir mit unserem Äußeren unsicher oder sogar unzufrieden sind. Vor einiger Zeit gab es hier bei YouTube eine sehr coole Aktion, die nicht schön hieß. Da haben sich verschiedene Beauty-Bloggerinnen aus Deutschland zusammengetan und haben Videos hochgeladen, die Message hatten, ihr seid alle auf eine Art schön, ihr seid alle irgendwie perfekt. Und dass so etwas sehr nötig ist, hat eine Studie eines namhaften Kosmetikherstellers neulich gezeigt. Dabei kam heraus, dass nur 2% aller deutschen Frauen ihr Aussehen wirklich schön finden. 52% aller deutschen Frauen haben gesagt, ich bin mit meinem Äußeren überhaupt nicht zufrieden. Klar muss man mit solchen Zahlen vorsichtig sein, denn Kosmetikhersteller haben natürlich ein Interesse daran, dass Leute sagen, ich sehe nicht schön aus, ich greife jetzt zu dieser Kosmetik. Aber Psychologen bestätigen das grundsätzlich. Vor allem im europäischen Raum sind Menschen, so wie sie aussehen, extrem unzufrieden.
unglücklich. In Afrika ist das zum Beispiel völlig anders. Woran das genau liegt, das ist schwer zu sagen, aber selbst Promis sind davon betroffen. Marilyn Monroe, für viele die schönste Frau aller Zeiten zum Beispiel, hatte ihr Leben lang sehr, sehr große Komplexe. Und genau das spiegelt sich auch im Dschungelcamp wieder. Wir kennen die Stars normal sonst nur von Plakaten oder aus dem Kino und dort sehen sie immer perfekt aus. Und dann sehen wir auf einmal, dass diese Stars auch nur Menschen sind, dass sie auch Falten haben und dass sie ungeschminkt vielleicht nicht so toll aussehen wie geschminkt oder dass sie Bierbäuche haben oder viele andere Dinge mehr. Und dann denken wir uns, na, so unperfekt bin ich dann vielleicht doch nicht. Das poliert das eigene Ego unter Umständen deutlich auf, wenn man sich das Dschungelcamp anguckt. Viertens, wir brauchen gemeinsame Erlebnisse. Ich weiß nicht, habt ihr die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 angeschaut? Wahrscheinlich schon, oder? Die deutschen Spiele, habt ihr die allein angeguckt? Eher nicht. Also bei mir war es so, ich habe jedes deutsche Spiel immer in großen Gemeinschaften angeguckt, weil ich sowas Tolle, solche tollen Momente gerne mit vielen Leuten teilen wollte. Psychologen sprechen davon, dass wir in unserer heutigen Gesellschaft immer mehr individualisiert sind. Es gibt eine Ellenbogenmentalität, jeder will nur für sich einstehen und irgendwie sind wir oft auch ziemlich einsam. Vor allem im Medienkonsum. Durch Mediatheken und Netflix ist es so, dass wir nicht mehr so wie vielleicht vor 60, 70 Jahren mit der kompletten Nachbarschaft vor einem Gerät sitzen und gucken, was da abends passiert im Radio oder im Fernsehen, sondern wir sitzen vor unserem PC und schauen uns das allein an. Das wiederum verstärkt paradoxerweise das Gefühl, dass wir ein Gemeinschaftserlebnis brauchen. Deswegen twittern wir zum Beispiel auch, wenn wir uns den Tatort anschauen oder auch eben das Dschungelcamp. Große Massenereignisse in den Medien sind selten geworden. Überlegt zum Beispiel mal, wann habt ihr euch zum letzten Mal auf dem Schulhof oder im Büro über eine TV-Sendung des Vorabends unterhalten? Wahrscheinlich ist das schon eine Weile her, wenn es jetzt nicht gerade das Dschungelcamp war. Das Dschungelcamp ist da eine sehr, sehr seltene Ausnahme und es zeigt, wir Menschen sind eben doch Rudeltiere. Wir sind virtuelle Rudeltiere, deswegen twittern wir, deswegen sind wir bei Facebook und so weiter und so fort. Aber wir sind natürlich auch in der Realität Rudeltiere. Wir gehen ins Stadion, wir gehen auf Konzerte und wir gehen ins Kino. Und diesen Effekt, den sieht man eben ganz, ganz deutlich auch am Dschungelcamp. Und fünftens schauen wir uns das Dschungelcamp an, weil es einfach gut gemacht ist. Es hat eine extrem clevere Dramaturgie. Es ist technisch sehr, sehr gut montiert. Und außerdem ist es unterhaltend, es ist seicht, es ist lustig und es strengt uns nicht wirklich an. Das ist kein Zufall, das ist ganz, ganz knallhartes System. Hinter dem Dschungelcamp stecken eine Menge kluger Köpfe. Nina Kling zum Beispiel ist eine der Produzentinnen, die hat auch schon für die Harald-Schmidt-Show in den 90ern gearbeitet und hat die extrem groß gemacht. Oder einer der Gagschreiber, einer der Autoren der Moderationen ist Mickey Beisenherz. Der schreibt ansonsten zum Beispiel für die Heute-Show. Oder Jens Oliver Haas, der ist nicht nur der Mann von der Moderatorin Sonja Zietlow, sondern er ist zum Beispiel auch Autor für solche erfolgreichen Formate wie Switch oder Switch Reloaded. Nichts wird dort dem Zufall überlassen. Das merkt man auch schon daran, dass zum Beispiel die Musik für das Dschungelcamp teilweise Monate im Voraus ausgesucht wird, damit man das möglichst schnell, möglichst gut montieren kann. Insgesamt unter Medien- und kommunikationswissenschaftlichen Aspekten ist das eine Sendung, bei der man einfach neidlos anerkennen muss, das ist gut gemachtes Fernsehen. Aber ich muss sagen, trotz allem, mich persönlich hat das Dschungelcamp bisher nach so vielen Staffeln immer noch nicht als Fan. Ich weiß nicht, obwohl ich so viele Gründe aufgezählt habe, warum ich mir diese Sendung regelmäßig anschauen sollte. Aber die Frage ist, wie ist es denn bei euch? Gehört ihr zu denjenigen, die sich eigentlich diese spannende Dokumentation auf Arte anschauen wollen und dann zufälligerweise mal kurz bei RTL hängen bleiben? Oder sagt ihr, nee, also Dschungelcamp, sowas schaue ich mir nicht an. Seid ehrlich und schreibt in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank an dieser Stelle übrigens auch an David Weber. Das ist der Mann hinter meinen neuen Thumbnails. Ich finde die sehr schick. Feedback könnt ihr natürlich auch gerne dazu in den Kommentaren geben. Bis nächste Woche. Tschüss.